So, und dann fangen wir an. Es ist wieder Super Mario Sunshine Time. Und eventuell werden wir heute fertig. Und dann gehen wir über auf Galaxy. Bin gespannt, wie das gealtert ist. Ich glaube gut. Hi Katka und hallo Tiade. Wie geht's? Wir brauchen nicht mehr viel Sternis, Shinies, Sonnies. Oder drei oder so. Dann können wir es beenden. Müde, ich auch, ey. Ohne Scheiß bin ich heute erledigt. So, ganz kurz wieder reinkommen. Okay, geht schon, glaube ich. Gestern und heute war echt anstrengend. Schlafmangel bei Schulstart und so. Ja, das ist sowieso, das kann ich verstehen. Also Schule war bei mir früher sowieso voll für'n Arsch, ehrlich gesagt. War bei mir wirklich so. Ich war einfach schon immer Nachtmensch. Schon als Kind war ich eigentlich nachts immer viel aktiver als tagsüber. Schon mein ganzes Leben lang. Und ich habe halt dann meistens irgendwie 3 Stunden geschlafen, bevor ich in die Schule musste. Und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde das. Deswegen war das eigentlich immer... Das war dann ganz cool, weil als ich dann quasi wirklich alt genug war, so Richtung Abitur und so weiter, bin ich halt dann einfach erst nach der Pause in die Schule gegangen und habe wenigstens die Stunden nach der ersten Pause, die Stunden nach den ersten 3, wirklich bewusst mitbekommen. Und das war so viel effektiver wie alles andere davor. Naja, man kann sich's halt leider nicht aussuchen, weil... Irgendwelche Leute glauben, die wissen besser, was gut für einen ist. So ist das. Hallo, Svnui. Ich sage einfach McFly. In einigen anderen Ländern gibt es tatsächlich quasi, eben weil halt die Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtmenschen oder Frühaufstehern und Langschläfern eben wirklich eine tatsächliche biologische Unterscheidung ist. Das kann man sich nicht aussuchen und das kann man sich nicht antrainieren. Das hat sich so entwickelt, weil es halt quasi in der Herde oder beziehungsweise im Stamm total Sinn macht, dass einige halt quasi nachts lange wach bleiben und das Feuer behüten und Nachtwache schieben automatisch von Natur aus. Und die anderen stehen dann schon wieder sehr früh auf. So ist immer wer wach und beschützt quasi die Gruppe. Und so hat sich das einfach entwickelt. Aber da halt Langschläfer, also Menschen, die lange nachts wach sind, in der Minderheit sind, hat sich halt die Gesellschaft dann entgegen deren Interessen entwickelt oder entschieden, Normen einzuführen. Und es gibt tatsächlich einige Länder, die haben sich da schon angepasst. Da gibt es tatsächlich Nachmittags- und Vormittagsschulen. Halt einfach an die biologischen Gegebenheiten der Kinder gerichtet. Und das macht so viel Sinn, ey. Aber naja. Wird schon noch irgendwann mal. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß echt nicht mehr, in welchen Leveln wir schon zu Genüge waren und welche noch ausbeutungsfähig sind. Schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das für ein Level ist hier. Ah ja, ich glaube, da gibt es mindestens noch 1-2 Missionen in dem Level. Da-dam-dam, da-dam-dam. Mario Morgana. Na dann, machen wir das. In Deutschland wird das nie passieren. Dafür sind alle, die was entscheiden, dafür zu verstockt und altbacken. Ja, ich meine, letztendlich muss man halt auch sagen... Unter einer konservativen Regierung in Deutschland hatten wir die erste Bundeskanzlerin und den ersten schwulen Außenminister, offen schwulen Außenminister. Ich glaube, dass sich selbst konservative Kräfte halt langsam, so quälend langsam, aber halt trotzdem letztendlich dem Fortschritt nicht ganz verschließen und dass es halt doch Progression gibt, nur so viel langsamer, wie wir das alle gerne hätten. Also alle anscheinend nicht, sonst würde nicht so gewählt werden, aber ja... Ist halt leider ein Generationenproblem. Ist halt das Problem, dass die über 60-Jährigen letztendlich die Wahl entscheiden. Und das ist ein bisschen unfair. Die haben gar nichts mehr davon eigentlich. Die vermasseln uns nur die ganze Zukunft, die wir noch ein paar mehr Jahrzehnte hätten.
Verdammt. Vielleicht sollte man wirklich so ein Maximalwahlalter einführen. Ich meine, 60 ist jetzt noch relativ jung, aber muss man wirklich mit 80, 90 noch irgendwie über die Zukunft bestimmen, mitbestimmen? Wirklich, muss das sein? Man hat doch gar keine mehr. Entschuldigung, das ist zu böse und zu zynisch. Das will ich gar nicht. Ich bin einfach echt ein bisschen erledigt und müde heute. Bin ein bisschen grantig. So. Vor 15 Jahren hat man auch noch nicht gedacht, dass Spiele heute so liberal und unzensiert veröffentlicht werden. Das stimmt. Da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Das stimmt wirklich. Ich merke es ja auch immer in den Firmen. Du darfst zwischen 6 und 9 Uhr anfangen und wirst schief angeschaut, wenn du um 8 Uhr anfängst. Ja, mein Gott. Aber gut. Hey, wenn da Gleitzeit herrscht, dann ist man dem, dann ist man da keine Rechenschaft schuldig. Naja, aber nee, schau dir mal so die Sonntagsfrage an, schau dir die Wahlergebnisse an, nach Altersgruppen sortiert. Ich meine, es gibt so Leute wie Amthor, aber die sind halt schon mit 20, 80. Das gibt's halt natürlich auch, ist ja auch okay, aber das ist bei weitem nicht die Mehrheit. Es ist wirklich so, dass einfach von der Bevölkerungsdichte her, vom Altersdurchschnitt her, also der Altersdurchschnitt in Deutschland ist einfach sehr hoch. Und ältere Leute sind von Natur aus konservativ. Das ist ganz normal, also das kann man irgendwie auch wieder evolutionshistorisch oder psychologisch eben auch sehr schön begründen. Das ist ein sehr, 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 ja, wie soll man sagen, zumindest eine sehr plausible Begründung, dass einfach ältere Menschen, eben so mit 60, 70, haben quasi ihr Leben in einer gewissen Struktur gelebt und wissen, dass es in dieser Struktur möglich ist, 60, 70, 80 Jahre alt zu werden. Es ist also eine erfolgreiche Struktur, um alt zu werden. Deswegen will man möglichst nichts dran ändern, weil der Nachwuchs soll ja auch mal so alt werden. Das ist unterbewusst, ne, so evolutionspsychologisch. Aber was für einen selbst funktioniert, um ein hohes Alter zu erreichen, will man dann auch für die Jugend genauso haben. Und das ist so, das aber ist gut zu wissen, da kann man selber dann auch ein bisschen gegen ankämpfen und dagegen vorgehen, wenn man das bei sich selber mal merkt, wenn man älter wird. Aber gegen seine Natur und seine Psychologie kann man, also da kann man schon was machen, aber dafür kann man nichts. Das sollte man niemandem vorwerfen. Man sollte sich nur selber darüber bewusst sein, finde ich. Holen wir uns unseren Sterni. Shiny. Sonny. Wie heißen sie denn jetzt? Und warum dauert es so lang, bis die eine Hitbox kriegen? Bravissimo! Ah, ich bin heute echt ein bisschen gestresst. Sorry, wenn ich ein bisschen negativ bin heute. Ich habe heute. Es war ein anstrengender Tag. Tja, die meint halt nur gut. Aber was wir alle daraus lernen können, ist später mal selber nicht so zu werden. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Irgendein englischsprachiger Komiker, irgendein Kabarettist hat dazu gesagt, so von wegen, dass die Leute, die älteren Leute immer sagen, früher war alles besser. Und dann sagt er so, ja natürlich war früher alles besser, weil früher war man Kind. Als Kind ist alles besser. Es liegt nicht an der Zeit, die sich verändert, es liegt an einem selbst, der sich verändert. Erwachsen werden ist scheiße. Alt werden ist scheiße. Natürlich war früher alles besser. Aber das hat, ne? Das ist keine gesellschaftliche Veränderung. Das ist eine persönliche Veränderung. Und ich habe leider wieder nicht aufgepasst, was ich in der Mission machen muss. Oh, Wassermelone. Nein. Oh Gott.
Vor der Mission hatte ich so viel Angst. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss. Muss ich mir selber eine Wassermelone suchen, oder? Meine Wassermelone ist größer. Ah, da hinten wahrscheinlich. Oh, die Mission ist die schlimmste Mario-Mission in jedem Spiel. Und die muss ich ausgerechnet heute machen. Wo ich eh angeschlagen bin. Jetzt müssen wir nämlich die Melone irgendwie erstmal an den ganzen Viechern hier vorbeikriegen. An den Schnabeltieren. Geh weg! Kann man die eigentlich irgendwie kaputt machen? Ich bin mir gar nicht sicher. What? Ist das normal? Was? What happened? Ich habe das Ding kaum berührt. Oh Gott. Hilfe. Nimm das. Oh Mist. Mist, man kann die nur betäuben. Na gut. Ich meine, wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut, Kriminalstatistiken, Wohlstandsstatistiken und so weiter, dann ist in Wirklichkeit heute alles besser. Es hat sich in der westlichen Welt alles verbessert. Und auch in der nicht-westlichen Welt tendenziell ganz stark. Im Vergleich zu den letzten 100 Jahren. Und wenn man noch weiter zurückgeht, wollen wir wirklich ins finstere Mittelalter oder so? Wirklich? Ich weiß nicht. Ich nicht unbedingt. Ist schon ganz gut so, wie sich alles entwickelt. Langfristig, im Großen und Ganzen. Ich beschwere mich wirklich da nicht. Es dauert nur viel zu lange. Das regt mich am meisten auf. Den ganzen richtig coolen Scheiß werde ich gar nicht mehr erleben. Aber vielleicht auch noch die ein oder andere richtig schlimme Katastrophe, ne? Das muss man auch sagen. Es gibt ja durchaus immer wieder Einbrüche. Es muss leider ab und zu einfach was richtig, richtig Schlimmes passieren, bevor alle wieder aus ihrer komischen Trance aufwachen und dann geht's wieder weiter progressiv vorwärts. Ich habe irgendwie die Mission schlimmer in Erinnerung. Ich denke mir gerade, ohne Zeitlimit und so und mit dem Wasserstrahl dürfte das schon zu machen sein, oder? Das sieht gerade gar nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht genau, warum ich da so Albträume vor der Mission hatte. Ganz cool bleiben, Mario. Jetzt keinen Blödsinn machen. Berühr nicht die Melone. Wir haben schon gesehen, das führt zu seltsamen Physikglitches. Das wollen wir nicht. Ich bin inzwischen wirklich, ich habe mich wirklich die letzten Jahre sehr stark selber irgendwie dran kaputt gemacht. Oh nein, die ist viel zu klein. Oh, es gibt verschiedene Melonen, das ist so gemein. Ich habe mich da ein bisschen deswegen distanziert von dem Ganzen. So ein bisschen politisch zurückgezogen. So ein bisschen vor allem global politisch. Ich informiere mich nicht mehr so sehr wie früher. Ich bin da nicht mehr so drin. Und ich sehe das alles ein bisschen fatalistischer vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht mehr so ernst. Was soll's? Man kann eh nichts machen, außer sich furchtbar drüber aufregen. Und das darf ich nicht mehr machen. So. Katka hat irgendwann mal gemeint, ich kann ja auch durchs Dach glitschen, ne? Das versuche ich mal. Die Antike wäre ganz schön. Nee, ich will auch nicht in die Antike. Erstens stehen die Chancen sehr gut, dass du auch im antiken Griechenland ein Sklave bist oder so. Das ist schon mal ziemlich blöd. Und zweitens, die medizinischen Standards und die Lebensqualität an sich war trotz Sklaverei für die Bürger quasi viel niedriger. Das war alles nicht gut einfach. Katja, wenn du noch da bist und du weißt, wie man durchglitschen kann, dann sag's mir jetzt. Dann möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Weil sonst gehe ich nochmal auf Melonenjagd und da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich versuch's.
Das ging mit einer Frucht. Ewig man da drauf werfen konnte. Weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie der Glitch geht. Eine Frucht, die man drauf werfen konnte. Okay. Naja, ich befürchte, dann hole ich jetzt einfach noch mehr. Wahrscheinlich ist die da oben die richtige, oder? Und wahrscheinlich war es jetzt gerade so leicht, weil die so klein war. Na gut, wenn du die aktuellen Entwicklungen halt an Selfies misst, das ist halt auch nicht unbedingt so ausschlaggebend. Finde ich. Oder? Na nun, na na. Hier das Tutorial. Ich mache es jetzt auf die klassische Art und Weise. Ich genieße jetzt den Strandurlaub-Flair von Mario Sunshine. Ich freue mich wirklich schon auf Galaxy. So, du bist bestimmt die Melone, die wir suchen, oder? Du bist riesig. Das wird auch viel schwerer, die über den Steg zu balancieren, bestimmt. Und ich bin gespannt, ob wir die überhaupt einigermaßen heil darunter kriegen. Ich weiß wirklich nicht, ob das geht. Okay, noch ist sie ganz. Und wir leben. Immerhin. Nein, das ist nicht gut, oder? Ich glaube, dann geht sie kaputt. Ja, genau. Die dürfen die nicht berühren. Also es ist ganz komisch. Manchmal, ich verstehe die Regeln nicht so ganz. Manchmal glitscht die einfach durch die durch. Manchmal ist die Melone kaputt bei Kontakt. Es ist die Hölle, diese Mission. Dann hatte ich das schon noch richtig in Erinnerung. Ich habe die auch so in Erinnerung, dass das wirklich, oh Gott, so eine schlimme Mission ist. Ich habe das ja damals natürlich, also was heißt natürlich, aber ich habe das ja damals auf 100% gespielt. Damals hatte man ja auch nicht so, also ne, wenn man so ein Spiel hatte, dann hat man das auch so ziemlich komplettiert. Gar nicht unbedingt aus so einem Komplettierungsdrang heraus, sondern weil man halt sich erstens nicht so viele Spiele leisten konnte. Und es gab halt einfach auch nicht so viel, was man hätte sonst spielen können. Mario, jetzt bitte. Was machst du denn? Insofern hat man schon sehr viel Zeit mit solchen Spielen verbracht hier, wie Mario Sunshine oder anderen Mario-Spielen zu der Zeit. Ich könnte versuchen, die Melone hier über den Weg zu rollen, wenn ich das hinkriege. Einigermaßen. Und dann hinten erst runterrollen lassen und dann... Oh, ja, okay, komischer Glitch, aber zu meinen Gunsten, da sage ich nichts dagegen. Und dann landen wir direkt vor dem Steg. Naja, okay. Die haben auch ein bisschen stark übertrieben mit Gegnern hier in der Region, finde ich, oder? In der Ecke. Nein, jetzt steht der schon auf. Warum denn? Warum war denn der jetzt gerade ungefähr nur für eine Sekunde betäubt? Was ist denn jetzt los? Bitteschön, hallo. Ich kann nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Damals hatte man auch zwanghaftes Stockholm-Syndrom. So ein bisschen schon. Also zumindest kann ich mich wirklich auch an Spiele erinnern, die fand ich nicht gut. Die fand ich sogar furchtbar. Ich mochte die überhaupt nicht und ich habe die trotzdem gespielt wie blöd. Aber vielleicht eher aus den Gründen, weil man hatte das halt jetzt und man wusste halt auch nicht, was man sonst spielen soll. Aber dafür hat man Spiele, die man wirklich gern mochte, halt bis auf jeden letzten Zentimeter im Grunde ausgespielt. Das ist was, das ich heute eigentlich gar nicht mehr mache. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren habe ich das wahrscheinlich bei 2 oder 3 Spielen gemacht, dass ich die wirklich so komplett... Dass mit ihren, die haben mir halt einfach noch Spaß gemacht, obwohl die Story oder so schon abgeschlossen war. Und das gibt es echt selten nur noch, leider. Aber, naja, so ist es halt. Früher war halt alles besser, ne? Kann man nichts sagen. Ja.
Vielleicht ist das gar nicht so blöd, dass mir das passiert ist. Gut, dass das jetzt passiert. Ich vermute mal, die Melonen in dem Spiel sind auch nicht wasserdicht, oder? Wenn ich die zu sehr ins Wasser rolle, geht die wahrscheinlich auch kaputt. Auf jeden Fall ist der Weg insgesamt viel leichter, finde ich. Viel weniger Gegner. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum kritischen Teil. Jetzt bitte Konzentration. Konzentration. Hallo, Pudding, wie geht's? So, ganz vorsichtig jetzt. Jetzt wird's echt knifflig. Okay.